Frankviertel TV wird es schon bald nicht mehr geben. Das ist schade, weil Frankviertel TV ist seit 2008 im Frankviertel tätig und berichtet über das Leben und über Vorkommnisse im Stadtteil. Andererseits war es für den Verein unmöglich, eine langfristige und sichere Finanzierung für den Verein, für die Tätigkeiten des Vereins aufzustellen. Und so ist es nur folgerichtig, dass die Tätigkeiten, die Arbeit im Frankviertel jetzt eingestellt werden muss. Eine der Aufgaben von Frankviertel TV war es, Sie über Neuerungen, über Aktivitäten, über Veranstaltungen im Stadtteil zu informieren. Das wird in Hinkunft nicht mehr möglich sein. An diese Stelle tritt jetzt das Stadtteilzentrum in der Ingenieursternstraße. Und diese Einrichtung des Magistrats Linz wird Sie in bester Weise in Zukunft auch über Neuigkeiten im Stadtteil, über Veranstaltungen informieren. Ja, wir haben folgende Quellen vorbereitet. Also wir haben eine ist das Social Media Facebook. Wir posten regelmäßig Termine auf Facebook. Wir werden auch in Zukunft Termine von Partnerinnen und Partnern auf Facebook vermehrt posten. Das eine, also Facebook. Das andere werden wir auch Termine auf der Veranstaltungsseite von der Stadt Linz posten. Da gibt es also eine eigene Plattform mit Veranstaltungen. Und natürlich im Stadtteil selber, auf den Aushängen im Iglu, also Dorfhalle vorne, beziehungsweise beim Volkshaus, in den Schaukästen. Und wir werden auch vermehrt Informationen bei Partnerinnen und Partnern, aber auch in Geschäften des Frankviertels auflegen. Wir bereiten ja einmal im Quartal unsere Newsletter vor, der diesmal zum Schwerpunkt Grüne Mitte entsteht. Und auf der Rückseite des Newsletters wird es jetzt dann die aktuellen Termine geben mit Veranstaltungen. Diesen Newsletter werden wir versuchen, auch in allen Geschäften aufzulegen, sodass man sich das dort mitnehmen kann mit den wichtigsten Informationen. Einen anderen Newsletter-Veranstaltungsliste gibt es auch noch. Das sind spezielle Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren im Stadtteil oder in der Nähe des Stadtteils. Diese Liste wird es genauso auf schwarzen Brettern oder in den Schaukästen geben oder in den Geschäften. Wir hoffen, dass wir für das möglichst viele Kooperationspartner finden, dass wir das möglichst oft auflegen können.